Zuspitzung eine Verbindung zur Natur herzustellen. Bilder, die Skulpturen sind zu großen Teilen aus natürlichen Materialien fertig, beziehungsweise mit Naturfarben und Farben und Grünen wollen Erdzüge gemalt und wollen die Geborgenheit und Wärme der Erde in den Farben und Strukturen widerspiegeln. Der Betrachter sollte das vertiefen und die Bilder nachdenklich gestimmt werden, nachdenklich über das Leben, über die Liebe, über unsere Umwelt und unsere Zukunft. Und gleichzeitig soll er die Nähe mit der Natur an sich selbst spüren, seine seelischen Bedürfnisse reflektieren und von der Hässlichkeit des Alltags zur Schönheit des Lebens geführt werden. Father Agapur macht das nicht nur mit ihren Bildern, die sie uns gerade führen, sondern auch mit ihrer Literatur. Und wir finden dort an dem Tisch auf der von mir aus mit der linken Seite, aber auf ihrer Rückseite Bilder, kleine Bildformate und Literatur auf dem Tisch in Persisch und Deutsch. Ebenso auch die Liste der Titel der Bilder, die an der Wand hängen. Soweit ein kleiner Einblick in den Schallerangriff. Moment, mache ich Videos. Ja, ja. Alle Bilder, die auf dieser Seite ganz aktuell entstanden sind. Okay. Ich bin immer ganz perplex, wie viel sie in kurzer Zeit schafft, Schallagapur. Menge Leute dran. Menge Leute heute. Ja. Oh, ja. Die meisten sind dadurch ihre Dings entstanden. Wir haben einen Stamm von 20 bis 40 Leuten, die regelmäßig kommen. Und heute, das sind so, sagen wir mal, die 150 oder so. 150 Studios sind aufgebaut. Ja, sagen wir mal 120. 120. Mhm. Und das ist gut. Mhm. Das ist sehr gut. Also, Schallagapur ist diejenige, die immer die Spitzenwerte von Besucherzahlen hier bei uns hat. Mhm. Ja, sie ist auch recht bekannt, eben gerade, und dadurch zieht es mehr. Ja, sie hat mehr gesagt, sie hat ja 4000 Computerkontakte, Internetkontakte. Ach, noch mehr. Also sagen wir mal so Freundesliste. Wenn sie da alles, also auch noch da auf der Fanliste und so, dann sind das über 10.000, 15.000 oder was bei Facebook. Ja. Natürlich kennt man die nicht alle persönlich, ist ja klar. Das ist ja richtig. Auch was solche Angelegenheiten, da kann man sich dann kennenlernen. Richtig. Persönlich. Mhm. Ich finde es auch sehr schön, dass wir hier die Querflötenmusik haben. Mhm. Jetzt ist er erstmal dran mit Ahmad Motti. Genau. Der muss ja auch was.